Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Wir rennen im Kreis und... Oh. Ach so. Das kleine Video kommt jetzt noch. Direkt meine Anmoderation für den Arsch, denn das Video kommt. Ja, okay. Das komplette Video kommt noch nicht. Scheinbar. Okay, wir haben jetzt hier noch drei schicke Typen, die wir jetzt zu Brei hauen werden. So, weg. Einfach mal. So, jetzt aber, jetzt. Jawohl. So, die anderen raffen es noch nicht so ganz. Ah, scheiße. Falsche Richtung. Dann können wir jetzt nochmal einen schönen Freischuss machen. So, jetzt aber gleich. Jetzt. Da ist er auch tot. Und auf ihn können wir auch noch einen Freischuss machen. Ja, haut alles hin. Alles wunderbar. Jetzt kann man nicht mehr angreifen. Geile Sache. So, jetzt trinkt mal was. Er trinkt auch was. Und ich habe einen Freischuss. Okay, dann einen Schuss und er ist tot. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier freies Haus. Können das ganze Vollmondgras einsammeln. Okay, und zunehmendes Mondgras. So, dann trinken wir uns mit Mana mal voll. Das ist wiederum trinken, denn das ist eine Flasche. Ne? Auch wenn ich manchmal zu Dingens sage, wir trinken. So, 42 zunehmender Mondgras und 37 Vollmondgras, glaube ich. Es ist schon eine Hausnummer. Ne, muss man sagen. So. Dann haben wir hier die Welt. Ich präsentiere der Durchdringer, der nicht, aber das sehen wir gleich. Zeigt gleich, warum er so heißt. Er kann nämlich durchdringen. Das kann man auch einfach mal so stehen lassen, ne? Da ist er. Der Durchdringer. Sieht sehr cool aus. Die Rüstung hätte ich eigentlich auch gern, auch wenn sie ein bisschen komisch schimmert. Aber eigentlich ein echt schicker Boss. Mal sehen, ob ich das nach dem Kampf immer noch sage. Oh Gott. Der haut rein. Alter. So, wir versuchen mal wieder die Todeswolke. So. Die klappt nicht so recht, ne? Okay, wir versuchen es trotzdem irgendwie, die anzubringen. So, das klappt nicht so recht, ne? Irgendwie nicht. Jetzt ist halt doof, dass wir gerade keine alten... Also wir haben schon alte Gewürze, aber nicht ausgerüstet. So, hinter so ein Dingens. Und dann Vollmondgras ausrüsten und... Na, jawohl. So, einfach mal weg hier. Und dann können wir mal angreifen. So, macht ganz gut Schaden. Können wir in Erwägung ziehen. So, mal gucken, ob er hier ausweicht. Nein, tut er nicht. Okay, ein bisschen austesten müssen wir den ja schon. So, einfach mal ein bisschen draufhämmern. Aber ich denke mal, der ist machbar, ne? Würde ich mal behaupten. So. Oh, das klappt nicht. Doch, es klappt. Ah, weicht er nicht aus. Es wäre schon echt cool, wenn die Todeswolke klappen würde. Dann könnte ich den jetzt einfach hier ein bisschen rumkiten. So, weg. Geh einfach zur Seite, komm. Geh einfach weg. Und danach, ich weiß gar nicht, was wir von Zauber kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall, glaube ich... Ach nee, doch, wir kriegen... ich weiß, was wir von Zauber kriegen. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt müssen wir nämlich wieder was trinken. So, was trinken. Trinken wir gleich nochmal. Und weichen jetzt hier schön aus. Ah, kacke. Nicht ganz so gut ausgewichen. So, wir nehmen das Vollmondgras mal
Das ist jetzt das Erste, was auf dem Shortcut liegt. So, und vielleicht können wir den jetzt sogar schon wegmachen. So, und das war der Durchdringer. Coole Sache. Das war er. Der Kampf ging schneller als gedacht. Mal wieder. Wie wir sehen, kriegen wir 35.000. Das ist eine schöne Zahl. Silberne Dämonenseele. Okay, ab in den Nexus. Da leveln wir uns ein bisschen auf. Wir haben nicht so viele Sachen mehr zum Machen. Das ist das Problem, ne? Wir haben jetzt 1-4. 1-4 ist jetzt der falsche König quasi. Jetzt müssen wir mal überlegen, welchen wir zum Ersten machen. So, Sehenkraft suchen. Eine Beweglichkeit und 18 Stärke brauchen wir. 18 Stärke. So, ich nehme mal noch ein paar Sachen im Level auf, denn wir machen das mal so jetzt hier. Wir haben ja noch ein paar Seelen jetzt wieder. Und die nehme ich jetzt einfach mal alle, um schneller voranzukommen. So, legendäre Soldatenseele. Gibt 18.000. Und dann müssen wir uns mal belegen, was wir jetzt als Nächstes machen. Wir könnten jetzt theoretisch den falschen König Allan machen. Aber das mache ich nicht, weil der ist nämlich hundsschwer. Und dann wäre die andere Möglichkeit, wir machen erstmal die anderen großen Bosse. Das dürfte nämlich auch gehen, weil ich keine Bosse töten muss. Solange ich nicht die schwarzen Events gemacht habe. Das muss ich allerdings nochmal nach... Also, naja, doch, das würde klappen. Das muss eigentlich hinhauen. Dann können wir uns erstmal die anderen Bosse kümmern. Und dann haut das alles so hin, soweit. So, wir nehmen jetzt einfach alle Seelen, komm. Wir haben jetzt genügend High-Items und so. Das läuft eigentlich wunderbar. Dann können wir gerade nochmal schön aufleveln. Na, vielleicht können wir dann baldmöglichst auch noch das Schwert nutzen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Also zumindest zum Ausprobieren, ne? Ihr wisst das ja. So. Ja. Brauchen wir noch 5, ne? Noch 5 Level. Das sind im Groben 100.000 Seelen. Okay. Dann haben wir hier 1-4, den falschen König. Dann haben wir hier den Drachengott. Da oben ist es der Old Monk. Wir machen den Old Monk. Da habe ich Bock drauf. Dann kriegt man nämlich unseren schönen Zauber, den will ich haben. Den Seelensuch-Pfeil kriegt man von dem. Oder durch seine Seele. Und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, das können wir vielleicht sogar noch schaffen. Wenn wir den Durchdringer und den Old Monk in einer Folge schaffen. Na, da weiß ich aber nicht, was ich in den Text schreiben soll. Das ist immer so schlimm. Weil ich mal so, viel in die Text, also in den Titel schreiben möchte. Allerdings, es geht immer nicht so, ne? So, hier haben wir auch noch eine spezielle Sache. Denn hier kann auch ein normaler Spieler der Old Monk sein. Das Dingens ist jetzt gelb, also das Portal war jetzt gelb. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was jetzt zählt. Ob es gelb ist, wenn ich, also ob es gelb sein muss, wenn ich reingehe. Ne? Oder ob das hier jetzt schon gelb ist, weiß ich nicht. Das kann quasi, wenn man an einer bestimmten Stelle steht, kann man den Old Monk machen? Oder kann man der werden? Und es sieht so aus, als ob es ein Spieler ist. Krass, krass, krass. Dann könnte das doch etwas schwieriger werden als gedacht. Ich weiß nicht, welche Farbe der beim letzten Mal hatte. Aber das, ihr seht das da hinten, das Dings ist gelb. Jetzt müssen wir mal drauf achten, dass wenn wir reingehen, also wenn wir das Portal vor unseren Augen haben. Ah nee, jetzt ist weiß wieder. Okay, ich verstehe es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da gelb sein muss oder ob es komplett immer gelb ist, wenn es ein menschlicher Spieler ist. Das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kann man auch irgendwie nur durchs Wiki lang, ja. Denn man muss irgendwie, ich habe das noch nicht durchgelesen, man muss irgendwie an einer bestimmten Stelle menschlich stehen,
und den Old Monk schon gemacht haben, wenn ich mich nicht täusche. Und dann wird man von ihm beschworen und man ist dann der Old Monk, kann ihn steuern. Und wenn man dann, glaube ich, den Spieler tötet, kriegt man den, den Kopf, das Kopfteil von ihm, den Headcollar, also den Turban. Und das ist echt eine coole Sache. Also, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, eine Beweglichkeit, ein Dex-Ding. Aber, ja, das ist halt schon echt schön. Echt eine coole Sache auf jeden Fall. So, Kacke. Kacke. Oh, der hält ja viel aus. Was ist denn hier los? Haben die geübt oder was? Krass, krass. Was halten die denn hier so viel aus? Vielleicht muss ich den einfach mal mit dem Schwert angreifen. Da kommt, glaube ich, noch einer. Wenn ich mich nicht täusche. So. Zunehmender Mondgras. Komm, die kann man eigentlich auch mal mit dem Schwert machen. Geht ein bisschen schneller, verbrauchen wir nicht so viel Mana. Ich meine, die sind jetzt auch nicht so gefährlich. So, der hingegen schon. Den mache ich dann doch nicht mit dem Schwert, vielleicht, weiß ich nicht. Gerade wenn der so viel aushält, wenn der dann doch mit dem Schwert so viel aushält. Hält er nämlich. Also 61 Schaden habe ich gerade mal gemacht. Ja, das ist schon mächtig wenig. So, kriegt man den so? Komm, komm, komm. Sehr schön. Noch eine Echse mitgenommen. Mondlichtsteinklumpen. Und das Ding hier. So. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann werden wir den auf jeden Fall noch probieren. Und dann haut das auch hin. Alter, okay, er hält magietechnisch einiges aus. Okay, so nicht ganz mehr so viel. Dann machen wir den vielleicht doch mit dem Schwert. So. Mal ein bisschen was schlucken hier. So, wir nehmen das Ding mal in zwei Hände und hauen mal ein bisschen Dollar zu. Und dann war es das nämlich schon mit dem guten Monk. Allerdings weiß ich, oder? Doch, dass der Dämon wurde vernichtet, ja. Ja, das war's, ne? Liebe Freunde. Alter, und ich war noch menschlich. Hohoho. Sagt mir doch sowas. Ach Gott, ey. Alter Vater. Ich werde ja wahnsinnig. Ich hab's trotzdem geschafft. Oh Gott, mein Herz. Naja, liebe Freunde. Wir leveln jetzt noch auf. Ja, wir haben ja noch 12 Minuten. Das ging ja jetzt auch alles schneller als gedacht. Ach, Wahnsinn. So, dann leveln wir hier mal noch schnell auf. Machen hier. Okay, das war's. 15. Noch 3 Level. Dann können wir es ausrüsten. Und dann lasse ich mich mal töten. Alter. Das wäre es jetzt echt geworden, ja. Es wäre nicht so schlimm gewesen. Ich meine, ich habe die... Das weiß ich, wenn da schon gemacht, aber trotzdem. Ja, man weiß ja nie. Man weiß ja echt nie. So. Ab nach unten. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge... entweder den Rochen, den großen Rochen machen. Oder. Oder halt in den Drachengott, ne? Drachengott haben wir ja auch alles schon gemacht. Bin ich jetzt links oder rechts hoch? Ich weiß es immer nicht. Ich merke mir das immer nicht. Wenn ich rede, bin ich im Fluss. Und dann vergesse ich es. So, hier. Ja, dann werde ich das kurzfristig gleich entscheiden. Ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns dann morgen wieder 18 Uhr mit Let's Play Demon's Souls mit einem der Erzdämonen, Drachengott oder dem großen Rochen, diesem Manta, wie auch immer. Ja, eins von beiden werden wir machen. Ja, so viel dazu und das alles morgen 18 Uhr. Mach's gut, ich bin raus. Ciao, ciao.